glaube ich, machen das Ines und Felix, okay. Aber für mich zumindest Felix, wenn er die trifft, mit einer der besten Server in Europa. Ja, sehe ich auch so. Weil die so unfassbar schnell kommen auch noch und mit einem sehr, sehr weiten Winkel. So. Auch kurzer Reverse von Matti. Reverse. Und da ist der Touch. Und genau das meine ich. Ja, da ist er da. Geiler Touch, geiles Set. Ich muss eine Frage in die Regie stellen. Die Vorhersage ist auch, wer gewinnt das Spiel. Also es geht darum, wer in die nächste Runde einzieht. Wir gehen nicht um den Satz, ja? Das heißt, Leute, also wenn ihr mitspielen wollt, dann habt ihr jetzt noch 4 Punkte Zeit. Denn es geht hier nicht um die Sätze. Haut rein. Aktuell 33.000 Coins auf Julia und Matti und 5.000 auf The Meanest Ines. Haut rein. Die muss ich nochmal da lassen, die Erinnerung, Lukas. Ja, weil das ja. Ist nur noch, ne? Und gleich gehen wir wieder voll aufs Spiel. Jetzt gehen wir voll aufs Spiel. Rote, schau mal. Matti ist mittlerweile sehr sicher in dem Reverse und der wird den wieder haben. Ah, leck mich am Arsch. Ja, okay, okay. Und der ist weg. Müssen. Der ist weg, weil er hängt oben in einer Seilkonstruktion für die Sprossenwand. Das haben wir jetzt keine Chance, euch das zu zeigen. Warte mal, ich gehe mal vielleicht mit der Kamera hier rüber. Wenn wir jetzt auf den Talk gehen. Das siehst du gut auf die Distanz. Ja, da oben irgendwo hängt der Ball. Naja, ist auch Quatsch. Der wird wiederholt, denke ich, weil Matti den Touch hat, der bei Julia halt dasteht. Wird zwar schwierig, den Ball zurückzubekommen, aber für mich sieht das so aus, als würden die den auch wiederholen. Matti hat die Angabe, ja. Ist zwar schwer zurückzukriegen, aber den musste wiederholen. Ich denke auch, ja. Denke ich auch. Er war so lange in der Luft und Julia stand schon an der Wand. Wiederholen den ersten. Das sind Lieblingsschläge von Felix. Entweder locker der Flick nach hinten oder der Push. Also okay. Bei der WM ganz viel Push gespielt. Okay. Jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt sind wir aber gespannt auf seine Angaben. Matti steht da 3 Meter hinter der Linie, Alter, um den anzunehmen. Was ein Set von Julia. Ja. Und der Julias Set ist jetzt schon richtig geil. Der war am Rand, oder? Nee. Der war am Rand. Einig. Ich habe das war eine Vorhersage von mir. Das Ach war so. keine Beschreibung so. Der Situation. Also ich kann jetzt schon mal sagen, wir haben jetzt hier 2 Punkte gesehen. Wenn das auch nur ansatzweise so weitergeht, dann habe ich schon wieder ganz schön viel Arbeit, um Highlight-Plays zu schneiden, aber das ist Arbeit, auf die ich mich freue. Sehr schön. Weiter so. Boah. Schöner Abschluss von Ines. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie den richtig trifft. Es sah so ein bisschen aus, als ob sie drüber wischt und er dann relativ glücklich vorne in die Pocket geht. Eigentlich auch Linkshänderin, ne? Ja. Der Abschluss war aber mit der rechts. Das stimmt. So, letzter Punkt, Leute. Steht 2-2 für die Vorhersage. Aktuell 87% auf Julia und Matti. Und irgendwas ist das Netzmikro, das ist immer so quietscht, ne? So quietscht. Ich weiß nicht, Marcel, ob wir das so übersteuert haben. Sollen wir gleich mal drauf gucken. Nee, es geht vielleicht auch in der schon relativ laut, ne? Wenn wir ein bisschen runterdrehen. 2-2 und jetzt sind wir gespannt wieder. Matti hat ja mittlerweile auch ordentlich Surfs trainiert, hat da eine gute Variation, Putt, Reverse und mit links und rechts. Und jetzt wird er wieder den sicheren Stand machen, genau. Und hoch. Den macht Felix. Da Block ein. Was Felix nicht mehr so macht, richtig boomen. Also hat er das rausgenommen? Er hat eigentlich, also Gefühl, der spielt gerade eher, finde ich, die Abschlüsse locker. Ja. Bin mal gespannt, was jetzt wieder für eine Kanone da kommt. Alter, was Julia da für Zucker setzt. Oh. Nee. Alter. Es ist jetzt schon ein geiles Spiel. Man hat in der Defensive das jetzt aber auch schön gesehen, wie Felix eben für den Block frei macht und Ines genau perfekt steht, weil sie antizipiert, dass da der lange Schlag von Matti reinkommt. Ja. Also defensive Positionierung da wirklich on point. Sind sie den? Ja, sie nehmen ihn. Ja. Den hat er. Stark, Alter. Ja. Also, ihr macht gerade echt Buttersets, ne? Ja. Das ist schon... Könnten sogar wir zwei verwerten. Ich sehe mich in der Situation, also gefühlt treffe ich die immer, aber dann stolper ich da zum Netz und schlag vorbei. Das okay. ist,
Ja, da kommt auch direkt jetzt schon die Auszeit von Felix und Ines. Ines oder Ines? Ines, würde ich sagen. Ja. Währenddessen sagen wir nochmal für unsere beiden neuen Follows danke. Danke an Navido45 und The Spezialone. Alles richtig gemacht. Und damit fehlen uns noch 4 Follows für die 1600. Ich lasse das mal so da als Info. Ich bin Freund von glatten Zahlen. Ja. Auszeit aus meiner Sicht bei 5-3 sehr früh genommen, oder? Also es geht ja, nur bis 15. Früh, aber ich glaube, die wollten jetzt einfach, wenn dann nur mal kurz so ein bisschen unterbrechen, weil Matti und Julia natürlich jetzt gerade wie schon 2 geile Breakpunkte gemacht haben. Ja. Der geht Richtung Ohr. Und damit ist er zu hoch. Ja, hat die Auszeit was gebracht, ne? Ja. Kriegt der Doppelfehler da. Sicht auf den linken von Ines. Komm ich auf Ines? Weiß ich nicht. Kann man ja auch schon so aussprechen, ne? Also, das ist nicht so abwegig. Was für geile Sets, ey. Das macht wirklich Spaß. Könnte sein, wenn Ines den durchlässt, dass Felix hinten den Touch hat. Ja. Aber das ist von hier immer eine sehr komfortable Position, das zu beschreiben, weil wir einfach das komplette Spielfeld überblicken können und nicht nur auf unsere eigene Koordination achten müssen. Denke ich, gehört aber dazu, aus unserer Sicht das auch zu analysieren, euch ein bisschen nahe zu legen. Störball rein, ich hoffe, der... Ja. Weiter mal. Da hören sie beide auf zu laufen, weil sie denken jeweils, das Gegenüber geht hin. Vielleicht einmal kurz an den Chat die Frage, ob ihr zwischendrin dieses Quietschen von dem Netzmikro auch hört. Wir haben das ab und an mal drin, aber gar nicht mal in Situationen, wo der Ball auf dem Netz ist, weil dann würden wir vielleicht nochmal gucken, ob wir das andere Mikro drunter legen, gleich in der Pause. Schuhe, ne? Ja, aber was? Glaubst du? Ich kann es nicht zuhören. Naja, würde uns sehr helfen. Umo Drenk sagt Jupp. Dann gehen wir vielleicht in der Pause gleich nochmal hin und legen das andere drunter, denn ja, wie er sagt, ist wirklich nicht ganz angenehm. Wir haben eben in der Pause mal die Mikros getauscht. Vielleicht ist da irgendwie ein... Hat er einen Schlag weg. Yo! Stark, Alter. Und bei Reverse, dies, guten Morgen. Die ist jetzt schon bei Felix. Kopfschütteln, da ist schon ein bisschen Resignation zu erkennen. Guck's dir an. Ja. Ja. Geht noch rüber und... Er sagt auch, ich bin da. Und der Kopfschüttelt. Und er ist auch... gerade am Boden. Auch hier schon bei dem Ball, als die beide gelaufen sind. Felix ist ja schon auch manchmal. Jetzt. So. Von den Abschlüssen brauchen sie jetzt 2-3, um wieder auch mental ins Spiel zu kommen. Oder Felix muss halt jetzt mal was schlagen, dann ist er auch direkt wieder da. Hat er jetzt die Chance zu? Genau. Sind wir gespannt. Schon, also bei Felix ist schon so ein bisschen. Er sieht nicht so, als hätte Bock. Nee. Schön. Letzten Moment runtergegangen und dann mit dem Handgelenk nochmal weggeflickt. Ich habe das Gefühl, er spielt gerade immer bewusst den Block an. Also Julia steht immer sehr nah. Schießt sie locker an. Nehmen sie. Keine Chance. Ja, boah, also Felix steht da auch immer sehr stark in der Flugbahn von Matti hinten drin. Ne? Also ich denke, wird eine Situation sein, wo sie vielleicht auch mal drüber reden, dass Matti da sagt, ein bisschen Platz musst du mir schon noch lassen zum Landen. Weil Matti, glaube ich, auch, was das angeht, ein sehr unangenehmes Gegenüber ist, weil der fliegt überall hin. Genau. Das aber, muss man auch sagen, Julia nimmt halt durch das Set Felix komplett aus dem Spiel. Ne? Ja. Also. Set halt auf die Seite, wo Felix ist. Ja. Und damit kann er nicht mehr verteidigen, wenn Martin den Abschluss da nimmt. Ja, ja, ja.
Hat er. Rally. Schönes Set. Ja, und da kommt der Boom. Ah. Kommt Julia wahrscheinlich? Der landet bei uns im Geräteraum. Jetzt sind wir mal gespannt. Sehen wir hinten links einmal. Ja, guter Touch von Felix. Oder was meint ihr? Und dann. Ich hätte jetzt gesagt, Julia kommt da tatsächlich hin. Ich glaube auch. Aber. Wann ist er dann? Aber muss dann ich sie sagen, natürlich sagen. Dann hat der Matti Angabe, oder? Ja, 10-6. Wiederholen sie ihn, glaube ich, ne? Ja, finde ich fair. Also, ja, also Julia hätte hier mit mir abklatschen können und ich sitze hier auf dem Stuhl. Geile Annahme von Ines. Schön. Das war wirklich. So willst du es machen, ne? Nimmst eine gute Annahme, gehst nach vorne, kriegst ein gutes Set von deinem Partner und dann flickst du den da weg. Die Zuschauer nicht so schön, aber für die Spieler auf jeden Fall. Ja. Mach ich. Ah, schon. So ein bisschen hoch vielleicht. Julia geht halt nach hinten ein bisschen runter. Boah, ich sag also. Für mich war er hoch. Für mich war er nicht hoch. Für mich war er nicht, oder? Ist doch gut, dass wir uns hier auch nicht einig sind. Julia geht halt immer nach hinten runter, ne? Also sie steht so und lässt sich so nach hinten runterfallen. Runter ging jetzt nicht, weil hier ist eine Stuhllehne im Weg. Eigentlich erstmal eine deutliche Führung, aber Felix mal in Laune kommt beim Ein Surf, bisschen hoch. Dann hat er die 4 Punkte auch mal schnell oder die 3 Punkte auch mal schnell wieder aufgeholt. Ja, als nächstes wäre Ines aber auch wieder am Start. Er geht an Felix und Ines und jetzt darf Ines beweisen, was sie kann. Hat sie eine Backhand? Ja. Ah, nee, ist ja links. Entschuldigung. Das war jetzt das erste Set, was nicht so optimal. Der geht auch an den Rand. Bist du dir sicher? Ich hätte gesagt. Ja, die Regie sagt auch Rand. Kommt relativ schnell ein bisschen offset. Glaube Rand. Schreib's auf. Drehen's auf. Ja. Warte. Och, na. Der Ball gefällt dir nicht. Ja, dann war der Rand. Chapeau an euch beide, dass ihr es gesehen habt. Ich brauche eine neue Brille. Ja, wird abgeklatscht. Edo Faust. Schönes Set auch wieder von Matti. Ich wünsche mir noch eine Rallye. Ja, also der Anfang war ziemlich geil. Jetzt wird es gerade ein bisschen langweilig, hört sich böse an, aber weniger spektakulär. Ich bin gespannt, reverse oder kurz? Kurz. Oder hoch. Aber ich glaube, es war ein Reverse-Versuch. Den können wir dir lassen. Boah, geil. Julian springt hier ins Bild. Das seht ihr. Oh, der Abschluss war dann nicht so gut. Da das die Leute im Stream auch nicht gesehen haben, ist das, lassen wir das auch einfach weiter unkommentiert. Oh, jetzt sind wir bei 10-12. Felix wieder an der Angabe. Und wenn er jetzt mal in Fahrt kommt, ist das Spiel auch schnell wieder gedreht. Ne? Wir sind ja gerade mal bei der Hälfte der Punkte. Der Mann sieht. Nee, wir spielen bis 15 Uhr. Ah ja, wir spielen bis 15. Der, dann sind wir nicht bei der Hälfte der Punkte. Der Mann, zwei Drittel. Der Mann sieht aber auch irgendwie so ausgefühlt. Da komme ich nicht dran, sorry. Als ob er gerade erst aufgestanden wäre. Er hat hier nochmal schön Schlaf aus den Augen gewischt. Gut, der hat auch ehrlicherweise bis 5 Minuten, bevor das Spiel davor fertig war, da oben noch auf der Bank, auf der Tribüne gelegen. Wie gesagt, Leute, könnte jetzt sein, dass ihr gleich dran seid. Oh ja, komm, dann machen wir uns mal warm. Während Matti und Julia hier schon 10 Minuten im Warm-up waren. Geiler Touch von ihm. Dann hat Felix jetzt auch mal gesagt, die zweite spiele ich sicher rein, weil vielleicht kriegen wir einen Touch. Er reibt sich auch schon wieder den Ellenbogen. Ich weiß nicht, ob er da Schmerzen hat. Felix ist ja auch manchmal
hat er auch häufiger Schulter- oder Ellenbogenprobleme und hat deswegen schon mal Turniere abgebrochen. Hoffen wir nicht heute. Steht in der Hitze. Ja. Aber wird auch so zu Ende gemacht, aber ja. Mit dem linken Fuß steht sie da drin. Hatte ich auch so gesehen, sicher. Aber... Ja, komm, ein kleines bisschen zu spät. Ja, der erste, weißt du, also... Nee, der stand nicht drin. Ah ja, egal. Können wir nochmal? Können wir nochmal schnell? Nee, ja. Steht nicht drin. Okay, sehr dann. Gut gemacht. Haben wir falsch gesehen, beide. Boah, und dann eine geile Backhand. Felix hat das schon richtig gewählt. Der hat den Satz schon aufgegeben. Ja, das aber... Der sagt jetzt halt, wir brauchen... Und jetzt... Ja, der Marcel tauscht jetzt, glaube ich, gerade hier mal kurz das Netzmikro. Ja. Ja, jetzt sind wir mal gespannt auf den zweiten Satz. Aber der erste, ich hätte jetzt gesagt, für mich war es schon nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern auch von der ganzen Körpersprache eindeutig, dass Julian und Matti das Ding da holen. Also für mich hat Felix so einen müden Eindruck gemacht, ja, also. So als wären die noch nicht da. Körpersprache auf Seite von Felix Anoldi und Ines ist wirklich nicht gut. Ja. Also gar nicht gut. Das ist auch das allererste, wo ich sage, müssen sie jetzt dran arbeiten. Ja. Denn, also, die sind ja jetzt hier nicht chancenlos. Das ist ja jetzt wenig Gründe, da jetzt hier den Kopf in den Sand zu stecken. Denn das können die beide besser. Matti und Julia spielen jetzt auch nicht vom anderen Stern bisher. Sie machen halt das, was sie machen müssen. Das ist es bisher, so aus meiner Sicht. Ja, aber halt genau diese Touches in der Defense geholt. Also das, was im Mixed vielleicht mal entscheidend ist. Und da sehen wir auch jetzt, eigentlich ist das auch schon wieder bezeichnend, die Körpersprache. Matti und Julia gehen direkt wieder ins Netz und sagen, hey komm, wir wollen weitermachen, Leute. Ja. Wir sind gerade gut drauf. Da kommt Matti nochmal zu uns und sagt nochmal Hallo. Hallo. Felix ist, keine Ahnung, ob der Mann nochmal Pipi ist oder so. Ja, vielleicht macht er sich das Gesicht nochmal mit kaltem Wasser. Oh. Der sitzt hier noch links an der, an der Wand einfach. Also. Ja, vielleicht muss er sich nochmal kurz sammeln. Sollen wir mal hingehen? Wäre das 2 Minuten Satzpause oder sowas? Dann muss es weitergehen. Sammeln oder eine Minute? Ich glaube, der muss vieles sammeln gerade, ja. Ist ein Set kaputt gegangen? Ich glaube, das erste heute, oder? Keine anderen mitbekommen. Das sieht man jetzt hier gerade nicht in der Kamera, aber auf dem hinteren Feld oder Cooligans gegen MRC Quatschköpfe, da hat Fabi gerade auf jeden Fall eine gute Angabenserie. Der ballert da seine Backhands relativ safe durch. Jetzt kommt, sag ich was, kommt dann hoch und Doppelfehler. Ja, darf man nicht machen. So, jetzt geht's hier wieder los. 0-0, Ines startet. Ja. Echt fit. Der war hoch. Ja. Hast du auch hoch gesehen? Ich habe ihn auch gesehen. Guck mal hin. Guck mal hin jetzt. Ah ja, okay. Ich habe ihn auch wieder knapp. Ich hätte ihn gut gesehen, aber ich glaube, sie haben sich einfach auf Wiederholung geeinigt. Ja. Eldocrace95 schreibt im Chat. Der Angabe. Die war dann sehr gut. Da gucken wir nochmal drauf, bevor ich in den Chat meinen Blick werfe. Eben zu hoch und dann mache ich jetzt halt einen halben Meter weiter unten. Ja. Und währenddessen gibt es hier den 1-1 Ausgleich. Ja, Edelgrace, lag Felix nicht vorhin beim Aufwärmen auf dem Boden? Ist er angeschlagen? Ja, er lag auf dem Boden. Ich würde eher sagen, er war angeworfen, denn ja. Julia Stadler hat ihm, ich weiß gar nicht warum, einfach vollen Ball in die Fresse geworfen. Dann hat er sich mal kurz hingelegt. Er könnte bestimmt auch noch während des Turnierverlaufs die Disqualifikation dieses Teams. Ja, Unsportlichkeit. Ja, Unsportlichkeit. Und da der Vorstand von Round in Germany eine hohe Anzahl hier auch vorhanden ist, könnte hier auch eine Entscheidung gefällt werden, ne? Könnten wir. 5, 6. Nils ist auch da, MGL ist auch da. Ja. Dora ist noch da, ja. Ja, 6 von 7 sind anwesend. Naja, lassen wir das. Nein, aber 2-1 und jetzt Felix bei der Angabe.
Schauen wir, ob ihm die Führung da wieder was... Ja, oh, abgeschossen. Aber geil angenommen und geiler Touch. Ja, bitte. Und geiles Set. Oh nein. Oh, da hat Julia aufgehört zu laufen. Ich glaube auch. Das ist ärgerlich. Aber, also, da ganz viele Touches. Felix ist, glaube ich, im Oberschenkel dran. Dann divet Ines hinten nach dem. Ja. Er bringt ihn weit drauf und dann muss Julia da hinten durch drei Leute durchlaufen. Ja. Aber der Ball geht an The Minus Ines zum 3-1. Ja. Auch verdient nach dem Ballwechsel. Ne, Touch von Julia wäre auf jeden Fall schwierig gewesen. Ja, hoch. Gut, aber ja, auch hoch. Alter, was ein Set. Julia settet den Ball mit dem Rücken zu Matti. Über die Schulter, halbdiagonal. Das sieht schon sehr schön aus. Auch die anderen. Aber der war schon sehr gut. Und Matti direkt. Eigentlich aber auch gefühlt, glaube ich, so eine Position, die man nicht im Lehrbuch findet. Normalerweise sagst du im Lehrbuch immer Setten, ne, mit aus den Füßen und von weiter unten. Und sie hat gefühlt, die Hand sehr, sehr steif hier oben und lässt ihn nur so abtropfen. Aber da, wie immer, wenn es funktioniert. Genau. Ne? Ich sag nur Buddy Hammond. Der settet ja ganz viele von oben sogar. Buddy Hammond settet von oben, Paul Siemer settet einbeinig mit Zunge raus. Also da gibt's viel. Boah, geiler Abschluss von ihm jetzt da. Mal flach nach hinten. Also Matti, keine Chance. Um das nochmal abzuschließen, Julias Technik beim Setten ist mit Sicherheit keine, die man Anfängerinnen so beibringen würde. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn man sich sowas entwickelt und das gut anfühlt, soll man es bitte machen. So. Da hat Ines zu kurze Arme leider. Die hat sich richtig gut positioniert tatsächlich nach dem Set. Felix hätte den gehabt. Ja, nur die Arme. Ticken zu kurz. Aber da auch wieder, ne? Matti auch in seinen eigenen Rücken gestellt. Aber sehr, sehr geil. 2-3. Ne, 3-4. Spannend. 3-4. Ja. Reverse. Matti ist auch so ein Spieler, der das sehr deutlich ansagt am Netz. Mag ich. Weil das hier für uns auch leichter ist. Ja, und auch für die Leute zu Hause nochmal. Stark. Hat Julia. Der war gut, ne? Also ich glaube, Felix hat Grimm. Für mich vom Sound her auch. Ja, wir sehen sie. Julia steht wahrscheinlich genau davor. Nee, doch nicht. Ja, oh mein Gott. Ich finde, das siehst du auf dem Bild auch nicht. Aber ich hätte vom Sound her. Aber wir wissen das schon. Also, hätte ich auch gesagt. Ich glaube, er war clean. Ihr beide. Falsch gehört. Aber im Abschluss von Felix war auch der Fall, er hatte einfach noch zu lange damit zu tun, aus der No-Hit-Zone wieder rauszukommen und hatte dann nicht genügend Zeit, seinen Schlag zu timen. Boah, und den hat man. Dieses Spiel echt gut. Wie lange er da wartet auf den Abschluss von Ines. Müsst ihr gleich mal schauen. Ja, bitte. Oh, der ist gar nicht schlecht. Den müssen wir uns nochmal anschauen, wenn wir den haben. Linke Hand von Felix leider, ne? Dann kommt er quasi auf die. Ein gutes Set von Ines, finde ich. Ja. Für die Situation. Sehr stark. Und das ist dann so einer. Gedreht. Ja, aber wenn du den draufbringst aus Sicht von Ines und Felix, dann kommst du halt vielleicht rein. Dann ist deine Körpersprache wieder da. Jetzt verkackst du ihn in Anführungszeichen, das ist viel zu hart gesagt. Ja. Aber verpasst vielleicht wieder das kleine Momentum um. Spiel zu kommen. Das Momentum. Das ist es, ja. Und also gerade eben stand 4-2, ne? Für Felix und bei 5-4. Na, auch lockere Angabe. Boah, den macht das schön. Da lässt der Matti keine Chance. Da fliegt schön nach hinten. Und schöne Annahme auch. Einfach Körper stehen gelassen. Hat er mit der Brust angenommen, oder? Ja. Weil jetzt schauen wir mal, ob da mal wieder was fliegt. Ja, da fliegt was. Alter. Ciao, Kakao. Also, der Böse. Matti geht erst links rüber, macht dann den Schritt nach hinten rechts, weil er sagt, ich glaube dir nicht, dass der Reverse kommt. Und dann kommt er doch und steht nicht richtig. Der wäre auch Reverse gekommen, oder? Ja, aber mit links, überhaupt keine Ahnung. Kann er den mit links Reverse? Ich glaube, Felix kann das. Felix. Schönes Set.
Felix, das war ungültig. Das waren in etwa 7 Berührungen. Wir zählen nochmal mit. Warte. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das gibt das Regelwerk nicht her, leider. Aber da muss er jetzt auch lachen. Besser lachen als die Körperspannung von eben. Gefällt mir besser. Weiter Stand wieder von Julia. Weiter rechter Schritt. Oh. Der war weit weg. Das war nix. Sieht man nicht so häufig, dass die Spieler auf dem Niveau das Netz komplett verfehlen. Spieler und Spielerinnen. Schön. Ich wollte gerade sagen, macht Ines auch was anderes, außer quasi Schritt nach links und links Cut? Und in dem Moment. Die Antwort ist versucht ja. Macht sie was anderes? Der war hoch. Aber jetzt spielen sie, weil sie wissen, das machen wir sicher. Ja. Da machen wir, weil es ja dann auch ärgerlich, du callst ihn hoch, die anderen sagen, hey, war gut. Ja. So, jetzt sind wir wieder bei 7-7. Der war zu weit auf sich. Aber Ines sagt auch, hey, jetzt weitermachen. Felix resigniert komplett gerade wieder. Schon. Körpersprache sagt eigentlich, hey. Ja, Timeout. Da geht nichts mehr. Glaube ich nicht schlecht, Timeout zu nehmen. Oh. Haben wir wieder gedreht. 8-7 für Matti und Julia. Aber das ist einfach ein Kopfding, oder? Bei Felix, oder ist er auch verletzt? Wirst du nicht davon, dass er angeschlagen ist. Ärgert sich wahrscheinlich gerade einfach Set. Er hatte mir eben auch mal kurz gesagt, dass wohl alle 4 Beteiligten hier nach dem Spiel in der Vorrunde mit dem Spiel auch irgendwie nicht zufrieden waren. Die sagten, es war irgendwie ein unschönes Spiel. Wie auch immer man das dann, also jetzt nicht, weil es schlecht war, aber irgendwie sagt es unschön und keine Ahnung. Ich sehe hier gerade ab. Oh! Leute, schade, dass wir das nicht drauf haben. Heftiger Ballwechsel gerade am anderen Netz. Ja, der ist jetzt auch vorbei. Aber ihr könnt es anhand meiner Reaktion erfahren. War gut. Ja, richtig geil von Matthias und Sabine geholt. So, jetzt sind wir aber hier zurück. 8-7. Julia hat gedacht, der wäre gut gewesen. War er nicht. Doppelfehler. 8 beide. Und jetzt sind wir gespannt, was Felix da wieder... Ob er nochmal was zaubert oder... Strichliste, das haben wir, glaube ich, zum 6. Mal jetzt schon gesagt in den Spielen. Ja, aber die Sache ist, es ist immer dafür gut, wenn die Angaben auf einmal laufen. Das ist bitter. Läuft nicht. Kommentiert mal das Spiel hinten weiter. Ja, ich glaube, Aloha Wani wollte, glaube ich, in der Auszeit, dass wir. Achso, Rakuligens gegen Quatschköpfe. Ja. Nein, Aloha Wani. Wieder beim Sir. Schön. Da bleibt ja nicht mehr viel zu sagen. Schöne Annahme, schönes Set und sehr, sehr geiler Abschluss. Ne? Matti rechnet mit dem Vorhandabschluss von Ines links und dann fliegt sie ihn raus und erwischt voll die freie Fläche. Oh, Junge, was ein geiler Abschluss von Julia Stadler, oder? Schön flach, lässt den bis knapp übers Netz fallen. Geiles Set von Matti. Spielt ihn genau flach zwischen die beiden rein. Also, ich glaube, in der Defense kaum zu holen, außer von dem Paul Siemer vielleicht. Paul, falls du zuschaust, ich liebe dich. Oder? Nee, sagen Side Pocket. Ja, glaube ich, ist okay. Ich hätte, glaube ich, auch Side gesagt. Also vom Auftreffer her. Alter, Fabian Klaus läuft hier. Glaube ich, ist schon okay. Das Thema der flachen Angaben ist so eine Sache, die bei der Weltmeisterschaft so klar geworden ist. Gerade die Nordamerikanerin, die das gar nicht so... Uiuiui, Junge, das war auch Zucker. Da fängt Felix jetzt das Zaubern an, ey.
Jetzt hat er Selbstbewusstsein, jetzt ballert er eine durch. Die flachen Abschlüsse, wo die Nordamerikanerinnen gesagt haben, dass das so ein europäisches Ding zu sein scheint, weil die flache Abschlüsse Flicks kein amerikanisches Ding ist und das halt eben von der WM von Europa gelernt haben, dass das viele hier machen und das Spiel dann auch wieder irgendwie dann befruchten kann natürlich auf der Seite. Dass der noch hinten im Pocket hochgeht, ey. Matti war schon sehr weit hinten gerade bei der Annahme. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Gut, dass ich dich habe, Lukas. Wir haben es. Ja, 11-10. 11-10. Hoch. Ja, jetzt auf jeden Fall. Aber gerade vorhin im ersten Satz, glaube ich, auch war mal Stand 11-10 oder 12-10. Matti und Julia davongezogen. Ja. Doppelfehler. Wir machen eine kurze Umfrage im Chat jetzt mal wieder. Eins in den Chat für, ihr glaubt, Minus Ines gewinnt den Satz und zwei für Julia und Matti. Einfach kurz, quick and dirty rein. Eins für Minus Ines, zwei für Julia und Matti. Wer holt den zweiten Satz? Der Angabe war auch schön. Der Abschluss, ey. Kein Touch. Minus Ines kriegt keinen Touch. Aber ich habe auch das Gefühl, dass... sind da die... Ach, die. Ja. Felix bewegt sich zwar richtig jetzt, aber ist da nicht wirklich präsent. Oh, und dann so eine starke Angabe von Matti. Stark. Stark, stark, stark. Felix. Ich glaube auch. Ja, Chat auch sehr eindeutig. Eine Stimme sagt, Minus Ines holt das. Der Rest ist für Julia und Matti. Und dann schießt Ines jetzt auch noch Felix ab. Jetzt ja. Das Messe Spiel nix. Ist gelaufen. Ich glaube auch. Das ist bei 14-11. Ich befürchte, dass das jetzt wieder so ein Ding wird, dass Felix den irgendwie gar nicht mehr richtig annimmt, gefühlt. Das denke ich auch. Das haben wir eben zum Ende des ersten Satzes schon gesehen. Er wird den einfach durchlassen. Sagt Zeit an. Ja. Sagt Julia auch. Er lässt sie nicht durch und das fliegt ihr nochmal schön raus. Der Push, den er bei der WM viel gemacht hat und sehr erfolgreich auch. Ja? Ja. Oh, letzte Chance. Jetzt ist aber der Zeit, jetzt kann Felix Arnoldi sich zur Hustle-Legende machen, wenn er diesen Satz dreht und wir in den dritten gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon für einen Legendenstatus reicht, aber das... Sagen wir die Vorstufe. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo Legenden geboren werden, würde ich sagen. Wenn dann. Rasenschwein. Spiel ist sicher und. Aber das, ja. das ist das Spiel. Dann auch, würde ich behaupten, schon das, was auch von uns vorhergesagt wurde, aber auch, glaube ich, von den Wetten, von den Coins. Ja.